meine lieben Sportdamen, damit ihr mich nicht ganz vergesst, hier ein paar Übungen, die ihr direkt mitmachen könnt. Ihr braucht auch nicht jetzt extra Sportsachen anziehen, sondern könnt direkt so mitmachen. Wir beginnen erstmal mit Seitwärtsschritt. Nehmen einen Arm mit und schwingen den Arm zur Seite. Erstmal zur Mobilisation der Schulter. Und dann schauen wir dem Arm hin und nach. Lassen wir direkt auch unsere Halswirbelsäule zur Halsmuskulatur mitbewegen können. Und wenn der eine Arm gelockert ist, nehmen wir den anderen Arm und schwingen den anderen Arm zur Seite und schauen dem auch direkt hinterher und können so unsere Verspannungen in der Schultermuskulatur lockern. Und dann gehen wir über und nehmen beide Arme und schwingen die Arme vor dem Körper und zur Seite und lockern auch beide unsere Schultern. So. So, jetzt beginnen wir und beginnen mit einer 8 zu schwingen, dass die Schultern in allen Ebenen mobilisiert werden. Da ja unser Schultergelenk Kugelgelenk ist, müssen wir sie in alle Ebenen bewegen, so dass die Gelenkschmiere in der Schulter so richtig wieder ins Fließen kommt und wieder schön das Gelenk geschmiert ist. Dann wechseln wir mal in Vor- und Rückbewegung, schwingen die Arme am Körper entlang, locker vor und zurück. Genau. So, und dann wechseln wir unten in den anderen Fuß und gehen mit dem anderen Fuß zuerst nach vorne und wechseln die Arme, indem wir sie gegengleich schwingen, vor und zurück. Genau, dabei versuchen wir schön fröhlich zu bleiben. Ihr merkt schon, das Atmen geht ein bisschen schneller, Kreislauf kommt in Schwung. Und die Atmung wird intensiver und tiefer. Genau. Oh, dann wechseln wir und gehen mal in den V-Step über und nehmen unsere Schultern mit dazu. Drei kreisende Bewegungen. Vorwärts erstmal, das machen wir noch viermal mit dem linken Fuß. Und dann wechseln wir dann zu unserem rechten Fuß. Und das ist das letzte Mal und wir wechseln. Linker Fuß und die Schulter geht jetzt auch zurück. Mal auch schön öffnen in der Schultermuskulatur. Und die Schultern zurückdrehen, dass wir uns wieder aufrichten können, wenn wir den ganzen Tag nach vorne geneigt waren. Gut, so. Und wir wechseln nochmal unter die Fußseite und gehen zu Öffnen des Brustkorbs. Öffnen nach vorne und wieder zurück. Genau, denkt noch mal an eure Mundwinkel, dass ihr ein bisschen fröhlich schaut. Das geht direkt aufs Gehirn und macht euch fröhlich. Und wir wechseln zum anderen Fuß und gehen mit dem anderen Fuß zuerst noch nach vorne und bleiben noch in der Öffnung des Brustkorbes. Genau. So, dann haben wir noch die nächste Übung bereit. Wir gehen mit dem Schritt nach vorne und zurück erstmal und gehen dann in die Streckung der Vorderseite, dass unsere vordere Faszienkette hier gestreckt wird. Machen uns schön lang, der Daumen zeigt nach hinten an die Wand, der Fuß ist gestreckt, Hüfte und Becken ganz lang, die ganze Vorderseite wird langgezogen. Das machen wir noch viermal, bevor wir zur anderen Seite wechseln. Und sind schon beim letzten Mal und wechseln unten die Fußseite erstmal. Und gehen die Streckung wieder über. Ziehen uns lang. Daumen zeigt wieder hin Richtung Decke. Der Fuß ist lang, die Hüfte ist gestreckt. Und ihr merkt schon, es wird ein bisschen wärmer. Kreislauf ist angesprungen. Und wir machen das die letzten. Viermal und noch gleich zweimal. Oh, so, jetzt ist euer Kreislauf schon richtig in Schwung gekommen. Jetzt machen wir noch zwei, drei Kräftigungsübungen, stellen uns
hüftschmal hin und strecken uns nach unten. Das machen wir 8 Mal. Ihr könnt das natürlich gerne noch viel öfter machen. Aber so ein Minimum. Knie und Füße zeigen nach vorne. Blick bleibt nach vorne. Hoch. Und wir bleiben oben. Nehmen die Hände vor, ziehen sie hin. Versuchen einmal bis ganz unten zu gehen. Ganz langsam, langsam, langsam. Und kommen langsam wieder hoch in die Streckung. Strecken uns. Ziehen den Bauch ein. Nehmen die Oberschenkel schön zueinander. Spannen so ein Popo an. Machen uns ganz lang. Und versuchen schön oben zu bleiben. Auf Fußspitzen. Fußmuskulatur zu kräftigen. Gleichgewicht zu schulen. Und gehen langsam wieder so unten. Und damit haben wir heute die kleine Einheit beendet. Ich danke euch fürs Mitmachen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Dankeschön.